Hallo und herzlich willkommen, ich bin wieder euer Cornel, wir sind zurück bei Super Mario 3D World. Und wir gehen ins Geisterhaus-Level, denn wir holen erstmal nichts nach. Hat der Hund drauf geschissen, hat die Katz nicht gesehen. Oder so ähnlich sagt man doch, ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Wir machen noch nichts, wir holen noch nichts nach. Wir müssen Münzen sammeln. Münzen sammeln ist natürlich eine gute Sache. Ich habe, das ist sehr offen hier. Hier hinten, das kam mir beim Start auffällig vor, aber hier ist kein Stern, okay. Hätte ja sein können, dass mal wieder etwas hinter dem Ziel versteckt ist, war aber in dem Moment nicht so. Warum bewegt sich dieser Baum? Der hat sich doch von alleine bewegt, oder? Naja, vielleicht bilde ich mir das auch ein, ist ja hier ein Geisterlevel. Ja, Super Mario 3D World ist gestern pausiert gewesen, glaube ich. Es kam gestern kein Part. Dafür will ich mich gerne entschuldigen. Ich habe es einfach, ne, ihr habt es ja mitbekommen, das Wochenende war mega Burner und ich habe echt viel gestreamt und so. Ich hatte dann echt keine Energie mehr abends, um noch Super Mario 3D World aufzunehmen. Jetzt kommt es aber wieder und ich hoffe, dass es auch täglich jetzt weiterhin kommt. Das versuche ich ja sowieso bei jedem Projekt. Und je nachdem, wie gut ich es schaffe, schaffe ich es halt. Ja, das war eine sehr gute Aussage, Cornel. Ich brauche so einen Schneeball wahrscheinlich, um gegen den Pau zu werfen. Da war auch so eine Münze versteckt. Hier sind überall Münzen versteckt. Das ist schön und gut. Ich brauche aber nicht nur Münzen. Ich brauche auch grüne Sterne und einen Stempel. Das ist die Kehrseite der Medaille. Man erkennt es gar nicht so gut, aber ich glaube, der Tod ist groß. Ja, ich vermute es einfach mal. Hochwolke, Hochwolke, hey, hey, hey. Dankeschön. Da vorne war, glaube ich, noch ein Pau. Ich lasse gerade so meinen Blick hier rüber schweifen. Schnee kann ich nicht wegmachen, ne? Nee. Weil die Blumen waren jetzt auch ein bisschen auffällig, aber hat irgendwie alles nichts zu bedeuten. Komisch. Soll es... Okay. Hat das auch nichts zu bedeuten. Und wofür war jetzt der Pau? Sollte das eine... Soll ich... Aber wenn etwas hinter einem Grabstein versteckt wäre, würde ich das sehen anhand des Schattens. Weil das Schatten wirft. Ach, das ist alles nicht so einfach. Hier sind auch wieder so... blaue Blumen, aber das bringt mir alles nichts. Es ist auch ein echt untypisches Geisterlevel, ne? Ich habe ja erst gesagt so, scheiß Geisterlevel, ich habe gar keine Lust so darauf. Aber... Ach, krass. Es ist halt mega untypisch gerade und das macht es gerade schon interessant. Da hinten ist Todd, hat er Angst, kann ich ihm helfen? Hier hinter ist auch nichts, okay. Ach, dem kann ich wahrscheinlich helfen, dafür kriege ich dann was. Aber dafür brauche ich eine Taschenlampe, oder? Was soll eine Taschenlampe, Todd? Was denn dein Begehr? Ja, wie soll ich die denn alle wegmachen? Die tauchen ja wieder auf. Kriege ich hier irgendwo eine Taschenlampe? Muss ich ja. Muss ja zwangsläufig so sein. Dann geh mal in die Tür da rein. Kann sein, dass ich in der Tür noch nicht drinne war. Da war auf jeden Fall das Schloss in der Luft. Da. Wie komme ich da ran? Ach so. So läuft der Hase. Jetzt habe ich das zwar offen, aber ich muss dem Todd noch helfen. Frage ist nur wie. Das weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht so genau. Ja, um die zu töten, brauche ich eine Taschenlampe. Aber wo kriege ich die? Ich habe auch keine Zeit mehr, Todd. Ich kann jetzt hier nicht... Ja, ich muss weiter, sonst sterbe ich. Nee, ich muss weiter. Da kann ich jetzt leider nichts dran machen. Krass, aber da ist wahrscheinlich was. Also, wahrscheinlich gibt er mir einen Stern oder den Stempel. Das könnte natürlich auch sein. Ob da hinten wohl was ist, aber ich vermute es jetzt einfach mal nicht. Boah, es war ein knapper Sprung. Habe ich gar nicht so richtig gesehen, ob der überhaupt funktioniert. Sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen, das Floß und auch, ich finde auch die Suppe da unten, das Lilane, ziemlich cool, weil es so ein bisschen untypisch ist, hat so eine leichte Comic-Grafik gehabt, die mir doch ganz gut gefallen hat.
Hier ist die Mittellinie und ich habe noch nichts bis hierhin. Das ist mit Sicherheit nicht richtig. Hilfe! Hilfe! Der Weg ist auf einmal einfach komplett verschwunden. Ach so. Das geht hoch und runter. Scheiße, das war nicht mein Plan. Hätte ich die mit den... Okay. Hätte ich... Boah, das war eine Verarsche. Hätte ich die gerade mit dem... Kann ich die Geister mit Schneebällen töten? Ich denke nicht, oder? Es wäre natürlich eine Idee gewesen, wie ich dem... Jetzt mal ohne Spaß. Ich wollte... Da muss es hier ja irgendwo einen Boomerang geben. Einen Boomerang, Bruder. Ich wollte gucken, ob da vielleicht eine versteckte Plattform ist. War jetzt in dem Fall nicht. Wie ihr ja gesehen habt, von daher... Ach, auf der anderen Seite ist... das habe ich übersehen. Auf der anderen Seite ist auch noch so eine Leaderbox. Vielleicht kann ich ja in die rein. Seht ihr gut, dass ich mich umgebracht habe? War natürlich alles... Hallo? Ach so! Nein! Ja, wir töten uns. Da, jetzt weiß ich auch, wie ich den Stern kriege. Interessant. Das ist natürlich gewitzt. Ich muss mit den Schneebällen den Stern abwerfen. Und in diesem Ding darf ich nicht zu nah an den Stern dran gehen. Weil sonst habt ihr ja gesehen, eventuell, wenn ihr aufgepasst habt. Habt ihr aufgepasst? Hä? Der Lehrer fragt euch, habt ihr aufgepasst? Nein. Ja, wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr eventuell gesehen, dass der Stern verschwindet, wenn man zu nah dran ist. Und... Das ist echt eine interessante Sache. So. Ich brauche Schneebälle. Dankeschön. Hätte man auch von alleine drauf kommen können, bin ich aber nicht. War ja der zweite Stern. Gut, der dritte ist da. Jetzt könnte es sein, dass ich den ersten... Also es könnte auch sein, dass ich den Stempel bereits verpasst habe. Könnte aber auch... Ja, Ich hatte irgendwie das Gefühl, da wäre eine Kurve gewesen. Ich habe mir den Weg nicht gemerkt und es war natürlich völlig schwachsinnig dumm von mir, weil... Ja. Ne, der verschwindet ja. Das war nicht so schlau. Das war nicht gut durchdacht, Cornel. Ich verstehe das manchmal nicht. Was ist mit dir los? Konzentrier dich doch mal aufs Spiel. Konzentrier dich aufs Wesentliche. Hab nicht immer... Hilfe! Ach komm schon! Ja, jetzt geht's auf einmal. Wollt doch sagen, wollt doch meinen. Oh, mein Bitten, ne. Oh, ich schreibe bald wieder in Deutsch eine Klausur. Ihr macht euch kein Bild, es ist... Er muss da so viel lernen. Wortbildung und Syntax. Oh. Aber da könnte... Nein! Ich wollte, dass er stehen bleibt, aber ist nicht so schlimm. Ich habe eine Vermutung, wo der Stempel ist. Eine sehr gute sogar. Ich würde sogar behaupten, er ist da. Jetzt halt nur die Frage, wie kriege ich, Das Problem ist, ich kann jetzt noch sterben. Okay, akzeptiere ich erstmal, weil ich jetzt auch klein war. Ich würde jetzt ja auch sofort wieder reingehen und das, alles richtig suchen. Das Problem an der Sache ist nur, dass ich ja nicht weiß, wie ich den ersten grünen Stern kriege. Ich weiß nicht, wo die Taschenlampe ist und... Ja, dementsprechend ist es halt ein bisschen blöd, wenn ich da jetzt wieder reingehe, weil ich keine Ahnung habe. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, wie ich den Tod rette. Ja, wenn irgendjemand Lust dazu hat, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und meine Vermutung, wo der Stempel ist, da wo man in die orangene Box läuft, da konnte man auch rechts abbiegen. Ich vermute, dass da was war. So, Bowser-Level. Dann schließen wir hier einfach mal die Special-Welt faktisch einmal ab. Erinnert mich gerade ein bisschen an Regenbogenraserei von Super Mario 64. Wegen diesem... Ja, es sah gerade einfach so ein bisschen danach aus. Also halt mit ganz viel Fantasie. Hä? Warum? Warum ist es passiert? Ja, lasst mich einfach in Frieden. Okay, ich habe den ersten Stern verpasst. Soll ich mich umbringen oder soll ich... Vielleicht kann ich ihn noch kriegen, prinzipiell.
Bin ich so behindert oder tue ich nur so? Ah, scheiße. Bin ich so blöd oder tue ich nur so? So, und jetzt nochmal zurückfahren und dann kann ich den durch Abschießen bekommen? Nee, kann ich nicht. Ich muss wahrscheinlich die... Ich vermute mal, dass ich die gelben Boxen treffen muss. Ja. Genau das habe ich mir schon gedacht. Okay, ist egal. Ich hab sie. Ich hab sie. Das ist erstmal alles, was zählt. Auch wenn ich klein bin, richtig viel Zeit verloren habe und... Ja, klein bin. Das ist eigentlich so gerade das Schlimmste. Ach du Scheiß. Ah, nee. Ja, jetzt ist eigentlich alles Kacke gerade. Es ist gerade alles Kacke. Ich brauche hier so ein... Bräuchte ein Item, habe ich aber nicht. Ja, töte mich. Ja, so hatte das gerade keinen Sinn. Ich darf nicht die ganzen Kanonen verballern. Die brauche ich da noch, wie man gesehen hat. Jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. Und jetzt probiere ich mein Bestes. Ja. Das Beste, was ich habe, werde ich jetzt probieren. Die, ich muss tatsächlich sagen, knochentrocken. Oh nein, wird doch nicht klar. Geh doch in diesen Scheiß... In diese scheiß Gerätschaft da rein. Knochentrocken, ich hab dich wirklich lieb eigentlich, ne? Aber ich muss dir echt sagen, dass du mir ein bisschen auf die Nerven gehst. Nein! Warum bin ich so dumm? Warum stelle ich mich an wie der letzte Mensch auf Erden? Das ist der... Ich weiß es nicht. So. Treff! Hilfe! Nein! Oh Mann! Ich nehme jetzt mal einen anderen Charakter. Ich nehme mal Luigi, der kann höher springen. Das ist eventuell ein kleiner Vorteil bei den Knochen trocken. Ach so, ich kann nichts mehr. Ja, nee, da müsste ich jetzt für aus dem Level raus. Das ist. Ich lebe noch. Das war alles geplant. Ich wollte so eine kleine Action ein. Manchmal frage ich mich, ob ich so blöd bin oder ob ich nur so tue. Ich weiß es manchmal selber nicht. Also wenn ihr euch das fragt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Fliegen die Dinger weiter? Ich glaube schon. Ich habe den Knochentrocken gerade für immer vernichtet. Kann das sein? Weil ich ihn... Nee, ich glaube nicht. Und zack. Okay. Treffer. Jetzt darüber. Boah, das war wieder ein bisschen hakelig, ein bisschen knapp, egal. Und los geht's. Und töte ihn. Ja. Mit dem Ding zu zielen ist echt schwierig. Nein, nein, vorwärts fahren, danke. So, dann gucken wir jetzt mal hier nach, was hier drin ist. Münzen, ne? Wer hat's gedacht? Und hier ist drinne auch nichts. Echt? Ja, das kann ich ja fast nicht glauben. Stirb! Wow. So, nochmal hier ganz kurz nachgucken. Vielleicht kann man da ja irgendwo hin oder so, aber kann man nicht. Wollte ich nur auf Nummer sicher gehen. Ja, wie komme ich hier... Ne, jetzt sag mir nicht... Oh, yes. Oh, das wäre jetzt natürlich mit einem anderen Charakter vielleicht ein wenig komfortabler. Vielleicht muss ich gar nicht. Das ist ja voll einfach. Das war mega einfach. Ja, das habe ich mir gedacht. Es ist aber mega einfach, weil du musst nur drauf springen. Du musst sonst nichts drücken. Einfach nur drauf. Ja. Drauf kommen ist halt so die Frage, ne? Ja, das war sehr gutes Timing. Oh, par excellence, sagt man in Frankreich, glaube ich. Par excellence. Warum machst du das, Kornel?
mich verstehst. Boah, Mann! Wie kann ich denn so dumm an der... Weißt du, das ist so... Ich springe so richtig dumm an der Kanone vorbei, wie der letzte Noob auf Erden. Und ich frage mich, warum ich so dumm bin. Warum ich das mache. Verpiss dich bitte, Knochentrocken. Ich dachte, wir sind Freunde, ey. Und dann fällst du mir so in den Rücken. Nur weil Bowser dich ranlässt, oder was? Oder was verspricht er dir? Du weißt doch, dass es ein Blender ist. Du weißt es doch. Wir haben es doch alles erlebt. Ich habe dich da rausgeholt. Weißt du, ich habe dich aus dem Milieu da... Ach, leck mir doch die Füße, ich nehme anderen Charakter. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Kann doch echt nicht. Lass mich in Ruhe, Todd. Du gehst mir auf die Nerven. Du machst den Part hier wieder unnötig lang. Mensch, Todd, nee. Hast jetzt mal eine Pause für ein paar Tage. Kannst du mal über dein Verhalten nachdenken, was das hier soll. So, weißt du? Ich bin Cornel, der Große. Da, mit mir macht man sowas nicht. Mit mir nicht. Ich fahr. Nee. Jetzt hier, lass dein Blatt stecken. Goldenes Tanuki-Blatt. So weit kommt's noch. Ja. Boah, es ist so eine Es ist so eine Umgewöhnung, boah. Weil er einfach so krass springen kann. Oh, es ist so eine Umgewöhnung, aber es ist eine so gute. Bam. Nein, warum? Diese Knochentrocken gehen so auf den Geist, ey. Wirklich. Die nerven so sehr. Wisst ihr, was wir jetzt als erstes machen? Als erstes machen wir hier, zack, damit die auch frei sind. Weil jetzt haben wir hier nämlich extra Kanonen zur Verfügung. So, dich töten wir. Es ist echt traurig, dass wir die Knochentrocken nicht komplett vernichten können. Auf der anderen Seite will ich das ja auch eigentlich gar nicht. Aha, treffen! Jetzt muss man nur noch treffen können. So. Oh, es ist gar nicht so einfach. Ich stelle mich hier wieder an der dümmsten Stelle wahrscheinlich an wie der letzte Mensch. Aber egal. Wir schaffen das jetzt. So, hier unten war nichts. Wir müssen jetzt einfach mit dem Kanonenkopf da hoch. Das sollte nicht so schwierig sein. So, wir stellen uns jetzt hier hin. Und springen. Das war schon mal sehr gut. Da sieht man Pro-Gamer am Steuer ungeheuer oder so ähnlich. Ja, scheiße. Mit Luigi funktioniert das nicht mehr so wie mit Todd. Oh, mit Todd war das viel einfacher. Nein, du sollst keinen Wand... Nein! Scheiße, mit Todd war das viel einfacher. Du sollst keinen Wandsprung machen, Luigi. Nein! Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich bin da. Nein, scheiße! Oh. Jetzt wird es natürlich wieder kriminell. Ich habe nur noch. Oh, bitte lasst mich in Frieden! Mann, Knochentrocken! Ich dachte, wir sind Freunde! Mann, lass mich doch! Ich komme mir vor wie der letzte Mensch auf Erden, wirklich. Es tut mir leid, aber es. Oh. Ey, ich habe echt... Mann! Mal ganz im Ernst, ihr kennt mich. So dumm bin ich eigentlich nicht. Also so schlecht. Es ist einfach nur ein Mario und ich stelle mich an. Ja, wenn du drüber springst, bringt das auch nicht so viel. Auf den obersten müsstest du ja noch drauf kommen. Ja, danke. Es war so schwierig. Es war unmenschlich. Mann, jetzt sag mir nicht, hier ist nichts. Jetzt habe ich hier versucht, diesen scheiß Kopf hochzubringen. Verliere ich nicht. Verliere alles. Alles auf dieser Welt, aber nicht verlieren. Danke. Ich habe nur noch 92 Sekunden. Jetzt muss ich die Mittellinie erreichen.
Es ist, es ist wirklich Pest gegen Cholera hier momentan. Gibt's hier überhaupt eine Mittellinie? Jetzt sind wir hier wieder... Oh, jetzt sind wir in so einem coolen Level hier. Das wollte ich nicht. Gibt's eigentlich kein Power-Up? Jetzt sind wir in so einem coolen Level hier. So ein... Ja, ist wahrscheinlich wieder eine Anspielung irgendwie auf irgendwas. Es hat gerade mega 2D und... Ah, es ist schon ganz cool eigentlich, aber... Ich habe keine Zeit mehr, ne? Ich wollte gerade sagen, die töten mich nicht, oder? So, da ist der zweite. Gibt es hier keine Mittellinie? Wow. Ja, ich sterbe jetzt an Zeit. Ist das Problem. Ich sterbe an der Zeit. Da ist Zeit. Nein, das waren sogar 100 Sekunden, oder? Ja, sauber. Okay, man muss hier echt so ein bisschen die Augen aufhalten, aber ist ja nicht so schlimm. Man kann sich hier sehr gut verteidigen. Ja, das war ein ziemlich cooler Abschnitt. Das fand ich jetzt relativ cool. Es erinnert so ein bisschen an diese... Das hatten wir ja schon mal so, ne? Diese, wo man halt so, sich so vorscrollt... Oh, vorscrollt und dann halt die ganze Zeit die Gegner abschießen muss. Solche, ja, Spiele auf dem... Früher auf den alten Windows 95ern gab es solche Spiele oft und so. Ich weiß nicht genau, wie man die nennt. Oh, jetzt habe ich drüber geschossen. Treffer! Ich schätze mal, dass ich das betätigen musste, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, was mir das gebracht hat. Was mache ich denn hier? Moment! Moment! Was, wo bin ich? Was mache ich hier? Aber wir hätten hier den grünen Stern holen sollen. Ist mir egal. Wir haben fast alles, außer den grünen. Ich will jetzt einfach ins Ziel. Ich darf hier... Oh, da darfst du noch nicht weiter. Das Problem ist, ich muss ins Ziel. Oh. Naja, wir haben die Mittellinie. Ja, wir sind jetzt zwar im Timeout gestorben, aber wir haben die Mittellinie. Es ist wirklich Pest gegen Cholera hier. Es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimmes Gameplay. Aber, naja, es ist auch einfach, es hat sich durch das ganze Spiel so durchgezogen, ne? Und wenn du einmal so ein bisschen den Stempel weg hast, es ist auch einfach schwierig, dann nochmal im Nachhinein in so ein Spiel reinzukommen. Das ist immer schwierig und vor allen Dingen, wenn man halt einfach nicht regelmäßig spielt, ja. Wenn ich dieses Spiel jetzt einfach an 3 Tagen durchzocken würde, dann hätte ich jetzt hier wahrscheinlich 0 Probleme, weil ich einfach... Steuerungstechnisch alles einfach, wow, alles einfach so verinnerlicht hätte, ne? Aber einfach durch den Fakt, dass ich's, ja, wann ist das rausgekommen? Im November. Wir haben jetzt den 20. Januar. Ihr versteht, was ich sagen will. Ich hatte halt auch einfach, ja, ich hatte halt auch nochmal wegen Weihnachten nach Hause und so, musste ich voraufnehmen und all solche Geschichten, wo ich einfach, ja, nie so richtig ins Spiel reingekommen bin, was halt einfach dann in dem Moment wirklich auch ein bisschen schade war. So, so, guck mal. Jetzt, wenn ich hier weiter auf blau mache, kann ich nach da hinten fahren. Ach so! Na, ich bin so dumm! Ich kann es abschießen! Ich kann ihn abschießen! Ja, natürlich! Ah! Junge, denk einmal mit in deinem Leben! Einmal! Einmal mitdenken! Nicht Matt Damon. Das ist ein Mordwitz. Ja, habe ich mir selber ausgedacht. Und bam! Hat der es jetzt? Nein. Okay. Aber das ist jetzt schwierig hier. So, der erste ging noch, aber ich glaube, es ist best... Ne, der erste geht noch richtig locker eigentlich. So, einfach abschießen, dann kannst du halt warten. Das Problem an der ganzen Sache ist, der... Oh. So, jetzt... Die sind runtergefallen, aber ich glaube, die spawnen neu. Problem ist der hier. Wow. Ja, getroffen. Getroffen. Sauber. War es das? Oder kommt jetzt hier das Ziel? Ich weiß nicht. Oh, die goldene Fahne. Du musst die goldene Fahne erwischen. Auf Nummer sicher. Einfach auf Nummer sicher. Wäre lustig, wenn man die goldene... Oh nein. Ich will erstmal dieses Ding verlieren. Dankeschön. Damit fühle ich mich einfach ein wenig freier.
Jetzt musst du das hier gut timen. Boah, das ist sehr schwierig. Aber es gibt hier keinen Boss. Ob das mit einem Weitsprung geht, wenn ich mit einem Weitsprung auf die Kugeln gehe und dann... Ja, ich habe noch 100 Sekunden. Ja, das funktioniert. Er ist so ein Skiller. Woo! Okay. Das war auch wieder so ein bisschen schwierig alles, aber wir haben den Part zusammengeknöppelt und diese zwei Level geschafft. Ist halt jetzt ein längerer Part. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Ja, auch wenn er natürlich sehr fähig war und on topic und du bist so ein dummer Affe-Kornel, aber... Ich versuche nochmal reinzukommen, ja, ich versuche nochmal... Ja, ich muss dieses Spiel einfach jetzt eben ein bisschen verinnerlichen. Nun steht ja eine Bonuswelt offen. Dankeschön. Ja, dann gucken wir uns die doch nochmal kurz an, würde ich sagen. Rakete, zum Abflug bereit. Oh, interessant, interessant. Okay, das ist Pilz 1. Das sieht doch alles sehr nett aus. Ach cool, und hier geht's dann in die... Hier geht's rüber in die nächste Welt, oder was? Aha! Ja, da haben wir doch noch ordentlich Level vor uns. Es ist wirklich ein umfangreiches Spiel. Also das muss man dem Spiel wirklich lassen. Es ist ein tolles, ein umfangreiches Spiel. Und oh, eine Rätselbox. Oh, die liebe ich so sehr. Und wir werden noch viel Spaß damit haben. Und ich kann jetzt mal so sagen, ich glaube, ich habe in der nächsten Zeit ein bisschen die Möglichkeit, das Ding hier regelmäßiger aufzunehmen. Und ich vielleicht kann ich mich zum Ende hin nochmal verbessern. Das würde ich natürlich sehr, das würde mich persönlich sehr freuen. Ich hoffe, ihr habt auch Lust auf den nächsten Part. Der kommt dann hoffentlich morgen. Bis dann und ciao, tschüss, euer Kornel. Ja, so mache ich die Aufnahme nicht aus. Tschüss.